Ja, gestern fangen, heute fangen. Es läuft wohl mal wieder wie am Schnürchen. Heute Nacht um 12 Uhr hat, oder 0 Uhr hat eine Falle ausgelöst. Die habe ich vor 2 Wochen beködert neu. Da habe ich diesmal aber einen Entenkopf vom Schleppwild reingetan, ein Ei und ein bisschen Pflaumenmus. Genau. Weil die Temperaturen das gehen jetzt wieder ein bisschen runter und dann kann man auch mal wieder ein bisschen langsam anfangen mit ein bisschen luderartigen Sachen zu ködern. Und das wollte ich mal ausprobieren. Und scheint funktioniert zu haben, je nachdem, was drin ist. Wir gucken mal. So, da ist das gute Stück. Man sieht den Eingang schon. Das ist direkt an der Maiskante hier. Links und rechts ist Mais. Schieber ist unten, das ist schon mal gut. Ich hatte hier von der Ente noch ein paar Federn vorm Eingang geschmissen. Als optischen Reiz. Mal gucken, was da jetzt drin ist. Bin gespannt. Die ist auch richtig schön eingewachsen. Ihr seht das hier. Also, die sieht man nicht so ohne weiteres. Da muss auch schon dicht dran vorbeilaufen. Dann. Jetzt genau am Wirbel. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat sie es bewegt. Dann wollen wir mal schauen, was drin ist. Das sieht aus wie ein Dachs. Jo, ist ein Dachs drin. Sehr schön. Den wollen wir ihn mal rausholen. Wichtig beim Dachs, immer schön stramm den Abfangkorb reinstecken. Die Jungs haben richtig Feuer am Arsch. Und Abfangkorb festsetzen auch immer. Das ist bei steinigen Boden immer mal nicht ganz so einfach. Oh Leute. Irgendwo muss er noch mal reingehen hier. Das ist mir noch zu wenig. Ja, da geht er gut rein. So, dann wollen wir mal einen Schieber aufmachen. Und gucken, ob er so raus will. Das sieht nicht so aus, als wenn er springt. Den muss ich wohl rausschieben. Ui, ui, ui.
Hier ist der andere Eingang auch schön dicht am Eis. Es hat funktioniert. Oh, das ist aber ein dicker Junge. Da ist das gute Stück. Was haben wir hier in Rüde? Ich will jetzt noch nicht sagen, dass es unbedingt ein Jungtier ist. Das passt. Ja, was habe ich eben gemacht? Ich habe den Schieber reingeschoben bis zum Fallschieber und wollte dann auch den Schieber gleich rausnehmen, um ihn durchzuschieben. Aber vorher versuche ich immer meistens noch einmal nochmal mit Klappern, aber dann nicht doch nochmal springt. Und das hat funktioniert diesmal. Ja, dann wollen wir immer neu beködern. Köder ist alles weg. Sieht zumindest so aus. Ah, da liegt irgendwas. Das kann ich nicht genau erkennen. Okay, da muss ich nochmal reinleuchten. Und bevor ich neu beköder, da lag noch der Rest vom Entenkopf drin. Das konnte ich gerade eben nicht genau sehen, deswegen muss ich einmal reinleuchten. Schmeiß das hier irgendwo im Busch rein. Da ist sowieso nichts mehr dran. Der ist ausgetrocknet oder ausgelutscht. Aber ich habe jetzt ein bisschen Rehwildaufbruch heute mit. Das will ich einmal eine Tüte holen und da rein tun. Das bereite ich immer vor. Wenn ich irgendwas erlege oder so oder Fallwild habe, dann fülle ich mir so kleine Tütchen ab, friere das ein, dass ich es immer parat habe dann. Vorbereitung ist alles bei der Fallenjacht. Ich packe das einmal aus und dann packe ich es rein. Das ist dann so ein gefrorener Klotz. Mit Rehwildaufbruch, ein bisschen Wildbrett auch. Den packe ich dann einfach in die Mitte und dann taut er jetzt langsam auf. Trotzdem packe ich aber immer noch ein Ei mit rein. Wenn das die Maden zersetzt haben, hier den Aufbruch, dann ist das Ei immer noch da. Und wichtig ist, dass er längs und rechts jetzt die Löcher frei sind vom Aufbruch. Dass der Sud vom Aufbruch, wenn das jetzt taut, ablaufen kann und nicht bis zum Ende vom Wipro läuft. Und der Fuchs reingeht und das Wipro nicht betreten muss, um es nur zu bewinden und wieder rückwärts rausgeht. Das ist ganz wichtig. Das unterschätzen viele. Pflaumenmus mache ich trotzdem noch rein, weil Dachs mag sowieso gerne Pflaumenmus. Und Marderhund auch. Und dann wie immer 3 Esslöffel von dem guten Zeug rein. Luder und ein bisschen was Süßes. Das ist eine gute Kombination immer als Köder. So spricht man auch die verschiedenen Geschmäcker an. Und Raubwild mag Süßes ja auch immer. Ich verstreiche das einmal ein bisschen. Genau. So sieht das Ganze dann aus. Luge zu. Einmal das Vibro. Die Fixierung rausnehmen. Das wippt Ass rein. Gegenhalter vorstellen. Ich muss meinen Stein noch hier ein bisschen nachtarieren. Der Stein ist immer dazu da, dass man das ein bisschen ausgleichen kann. Die Rohre haben ja auch eine gewisse Toleranz. Und dass man das immer, dass es so in Waage bleibt, dann kann man den Stein links und rechts ein bisschen verschieben und dann auspendeln damit.
So, aber das ist gut. Wollen wir einmal die Schieber reinpacken. Deckel drauf. Da noch ran. Und dann Deckel zu. Ja, das war's dann auch schon wieder. Die Falle hat mir schon so einige Dachse gebracht. An der Maiskante ist sowieso immer heiß. Dachse sind gerne Mais, das weiß man ja. Die können auch Schaden machen im Mais, wenn man viele davon hat. Manchmal frage ich mich, wo die Dachse mal wieder herkommen. Ich kenne die Bauer hier, ich habe auch einen Bauhund. Die laufen ziemlich weit, glaube ich, weil die Bauer kontrolliere ich regelmäßig und alles, wenn das zur Jagdzeit. Aber man hat doch immer wieder ordentlich Dachse. Aber in anderen Revieren werden die ja so gut wie gar nicht bejagt und man kriegt die selten auch mal Ansitz eigentlich. Klar, wenn man gezielt Ansitz am Bau, aber das macht auch nicht mehr. Das machen auch nicht mehr so viele leider. Ne? Es wird unterschätzt, wie viele das davon gibt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen, um die Fangjagd voranzutreiben. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.